Und heute habe ich mal wieder einen Gin auf dem Fass. Und zwar ist es der Ukuyo Japanese Blossom Gin. Also ein Blossom Gin, also ein Blüten- oder ein blühender Gin. Es ist ein, sie sagen, es ist ein klassischer Gin mit Anklängen oder Akzenten von, ja, floralen Akzenten, also von Blüten. Es ist ganz normal Wacholder drin, aber eben auch Kirschblüten und Orangen und Veilchen und was da alles noch so drin ist. Aber eben alles sehr floral. Bin gespannt, was es ist. Also so eine Mischung aus klassisch und floral kann eigentlich ein recht netter Gin werden. Interessant ist, die Brennerei kommt aus der Region Kagoshima und die haben ja, schon 130 Jahre lang Erfahrung im Brennen. Und ja, interessant ist auch, sie machen es nicht mit neutralem Alkohol, sondern sie machen es mit Reisdestillat, was aus derselben Region kommt. Also Reis wird dort angebaut und sie destillieren es dann und machen daraus dann ihren Gin. Sehr interessant, sehr schön. Muss mal gucken, ob da ein bisschen was dabei durchkommt. Muss gestehen, ich bin jetzt nicht der Reisdestillat Kenner, also ob da ich jetzt da das Reisdestillat sofort rausschmecke, weiß ich nicht. Ihr könnt ja mal unten reinschreiben, wenn, ja, habt ihr schon mal Reisdestillat probiert und wenn ja, wie setzt ihr das, wie schätzt ihr das ein, wie schmeckt Reisdestillat für euch typisch? Dann kann ich es vielleicht mal ein bisschen einordnen, weil ich mir relativ wenig, ich war einmal in Japan, da habe ich mir ein bisschen was gemacht, aber das waren eher so Reisweine. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir erstmal mit dem Ganzen pur an. 40% hat er. Und ja. Wobei hier ein bisschen, ich glaube, bei denen spielt auch Design eine große Rolle. Oh, also es ist, also ganz, ganz am Anfang hat man so ein, hat man so den Wacholder drin, aber dann kommt gleich ganz viel Blüte und Blume. Was mich so, dieser Geruch erinnert mich so ein bisschen an diese Duftkerzen. Also das erinnert mich sofort an so ein bisschen so diese Duftkerzen mit Blumen, Rosen, Veilchen, Duft. Ja, aber ein bisschen anders. Und ja, deswegen habe ich so ein Gefühl, ich glaube, es ist aber jetzt wirklich was Persönliches, könnt ihr jetzt nicht unbedingt auf euch übertragen, dass der ein bisschen wachsig riecht. Ich weiß es nicht. Falls ihr ihn auch mal habt, schreibt mal unten rein, ob ihr wirklich, ob ihr das auch habt mit dem wachsig oder ob das nur bei mir so ein, ich habe so ein bisschen so eine Duftkerzenphobie. Also immer wenn ich da in irgendeinem Laden oder beim Ikea durchlaufen muss, versuche ich da immer möglichst schnell durchzulaufen, weil ich es einfach nicht mag. Das sind einfach Gerüche, das sind einfach viel zu stark und viel zu extrem. Oh, im Geschmack doch eher der klassische Gin. Am Anfang direkt der Wacholder. Und ganze Menge von diesen, ja, Duftkerzen, Geschmäckern, Veilchen, Blumen, Rosenduft. Rosenduft weiß ich nicht so, aber also ganz viel Blumiges mit dabei. Sehr interessant, der Wacholder vergeht doch dann relativ flott und die anderen Geschmäcker übernehmen. Es ist sehr rund, sehr weich. Schöne Geschichte. Definitiv einsteigerfreundlich. Also der Wacholder hat einen gewissen Kick am Anfang. Kann so ein bisschen, vielleicht ein bisschen heftig sein für die Einsteiger da draußen. Aber der hat wirklich sowas, ja, Duftkerzenmäßiges, aber auch ein bisschen so die so teigig, Kuchen, teigig, Cookie Dough mäßig. Das war ein bisschen wenig. So in der Richtung. Was ich jetzt sehr interessant finde, ist, kann das im Gin Tonic. Also der Wacholder-Geschmack, der klassische Gin-Geschmack ist,
nicht ganz so stark. Deswegen weiß ich nicht, ob er sich gegen das Tonic wirklich durchsetzen kann. Oh. Oh. So ein bisschen japanisch. Ist mal was anderes. Also es ist nicht so der klassische Gin Tonic. Es kommt ein bisschen der Wacholder noch durch. Man hat Anklänge davon, aber nicht sehr stark. Was aber wirklich durchkommt, ist wirklich dieses blumige, wachsige, teigige, runde, cremige. Also es schmeckt ein bisschen komisch. Definitiv nicht das, was man von einem Gin Tonic erwartet. Er hat Anklänge davon. Natürlich, Tonic Water ist alles gleiche drin. Aber er ist lecker, aber nicht ein klassischer Gin Tonic. Interessant. Also da haben die Japaner wieder mal irgendwas anderes auf den Markt gebracht, würde ich mal sagen. Sehr interessant, auch sehr lecker, aber einfach eine ganz andere Facette an Gin. Das ist auch das Schöne am Gin. Es gibt beim Gin auch extrem viele Möglichkeiten, wie man Gin machen kann, eben über die Botanicals. Hier extrem blumig mit sehr, sehr vielen Duftakzenten, würde ich mal sagen. Wer da auf den Geschmack gekommen ist, wer das mag, der schaut einfach mal bei whisky.de im Shop vorbei. Da gibt es die Flasche für 36,90 € zu kaufen. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.